Menschen haben sich zusammengefunden hier im Studio in Hamburg, um live dabei zu sein bei Lava Lichta Lecker. Sie zu Hause haben alles richtig gemacht, weil was soll man sonst samstags nachmittags machen, als die beliebteste Kochsendung im deutschen Fernsehen zu gucken. Und es gibt natürlich auch nebenbei noch was zu essen. Schönes Schweinefilet mit einer Nusskruste überbacken, mit einem Kartoffelwürzinggemüse und einem wunderbaren Sößchen dazu. Dann gibt es einen echten, ja, Kinder, meine neue Heimat, Schwarzwaldbecher. Aber da könnt ihr euch ganz besonders drauf freuen. Aber, wie soll ich sagen, was ist ein Reitturnier ohne Pferd? Was ist eine Küche ohne Herd? Was wäre ein Lichter ohne Johann? Johann, du bist es wert. Zeig dich. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Und natürlich freue ich mich auch sehr, für Sie kochen zu dürfen. Heute Nachmittag gibt es zwei leckere Gerichte. Zum einen machen wir eine Vorspeise, und zwar ein süß-sauer marinierter Heilbutt mit Cocktailtomaten. Und dazu gibt es dann noch ein selbstgemachte Crostini mit Curry. Und ich werde dann etwas machen, und zwar ich werde verschiedene Muscheln zubereiten mit Spaghetti ohne Wasser und so eine große Schüssel, damit Sie alle hier im Studio was zum Essen bekommen. Ja. So bin ich zu meinen Zuschauern. Und jetzt aber natürlich, Sie wissen ja mittlerweile, das Geheimnis dieser Sendung ist ja, es wird gekocht, ja, es wird gegessen, es wird geplaudert. Und wir haben viel Spaß. Und den Spaß haben wir jemandem zu verdanken, nämlich den lieben Horst. Joa, mein Engelchen. Na, mein Schmuckstück. Ja. Jetzt. Ah, Johann, weißt du, worauf ich mich jetzt schon wieder freue? Ja, auf was? Ich freue mich unglaublich nachher auf deine legendären Spaghettis ohne Wasser. Ja. Ich habe ja jetzt zu Hause mal versucht, auch so kreativ zu sein wie du. Ich habe mal versucht, Pudding ohne Milch zu machen. Geht nicht. Hast du mit Wasser gemacht, oder was? Nein, einfach nur dieses Pulver. Aber das kriegst du nicht fest und nicht cremig. Funktioniert einfach nicht. Ich freue mich übrigens wahnsinnig auf meinen Gast heute. Ich auch. Nur mal, damit du es schon weißt. Bildhübsch, blutjung, Moderatorin, Schauspielerin, eloquent, redegewandt, talentiert, leck mich der Söck, dass ich das erleben darf. Boah, freue ich mich sehr drauf. Darf ich mal fragen, ob sie auch kochen kann? Du, wen interessiert das jetzt noch? Das ist auf deiner Seite, ne? Ich muss jetzt etwas zitieren von meinem Gast, liebe Zuschauer. Ich habe manchmal mehr Respekt vor jemand, der eine Bank überfällt, als vor jemand, der eine besitzt. Wer kann sowas sagen? Er ist ein super Schauspieler. Er ist Arzt im Gefängnis schon seit 25 Jahren. Ich glaube, ihr kennt ihn alle. Ich verehre ihn. Hier ist Janine Reinhardt und Joe Bausch. Meine Lieben, gleich bin ich noch mal zum Johann. Hallo. Meine größte Verehrung, ja, das ist alles gut. Super. So, lieber Janine, ja. Weißt, also ich kündige meine Gäste eigentlich immer mit Superlativen an, aber bei dir gehen sie mir einfach aus. Ich dachte aber kurz, du meintest Joe. Nein. Nee, blutjung und blutfüllig, das ist schwierig. Ne? Nein, aber du warst ja schon mal hier. Ja, und ich glaube, da hast du schon gemerkt, dass mit dem Hauptgang ist schwierig. Deswegen machen wir ja das Deswegen Dessert. Mache ich heute das Dessert. Genau, wir probieren einfach mal von hinten, weil da sind wir schneller durch. Ich weiß, ich habe hier auch schon was vorbereitet. Ich habe wirklich, Leute, ich habe anderthalb Wochen, zwei Wochen in der Küche gestanden und diese Plätzchen schon vorgebacken, muss ich sagen. Janine, das kann nicht jeder. Nein. Ich weiß auch noch, wie du im Herbst die Kirschen gepflückt hast. Ich habe sie auch gesät. Also ich habe die Bäume vor Jahren, ich wusste ja schon 1985,
Passagier bald sein werde bei dir. Ja, 85. Warst du da überhaupt schon auf der Welt? Ich meine, hat sie gerade Pampers an, ne? Ja, oder? Stimmt, ja. Hatte ich wahrscheinlich noch. Wir können übrigens so ganz parallel anfangen zu kochen, wenn du möchtest, weil das Dessert sollte irgendwann fertig werden. Und bevor mein Johann wieder mit mir schimpft, dass hier auf der Seite nur erzählt wird und nie gekocht. Machen wir auch was. Ja, machen wir. Aber ich habe den Topf schon mal angemacht dafür. Janine, du bist so ein, wie soll ich sagen, so ein temperamentvolles Mädchen. Findest du? Ja, finde ich schon. Hör mal, ich kann mit dir auch ein bisschen Gauche heute reden. Du redest Lecker ja auch so gerne. Lecker schön, ah, hör mal. Schmuck. Super. Du, ich habe mal eine Frage. Ja. Ich glaube, die kann man als Mann einfach mal so stellen in einer Kochsendung. Jetzt bin ich gespannt. Ja, weil das ist wirklich eine fachlich bezogene Frage. So wie ich dich einschätze und kennengelernt habe beim ersten Mal und jetzt heute, kurz vor der Sendung schon, würde mich als Mann und Koch interessieren, wann war dein erster Kuss? Ja, das ist eine wahnsinnige Überleitung. Ja. Ich glaube, ich war in der zweiten Klasse und es war Jens Uwe. Tatsächlich, Jens weil Uwe. Wir waren auf Klassenfahrt und haben so eine Also mit zwei Typen, mit Jens und mit Uwe. Ja, ich mache es nicht mit einem. Weißt du, man muss kriegen, was man... Also der hieß tatsächlich Jens Uwe. Der hieß Jens Uwe. Ich möchte jetzt nicht den Nachnamen sagen, weil ich glaube, er findet es jetzt schon unangenehm, dass ich überhaupt ihn erwähne namentlich. Aber es war auf Klassenfahrt, wir haben eine Hochzeit nachgespielt und da kam es... Zu dem es kommen musste. Wir waren aber beide nicht wirklich begeistert davon. Nee. Aber ich muss einfach damit mal anfangen, weil ich weiß nicht, aber seitdem ich so ins Alter komme und jetzt bin ich ja schon 53, mache ich mir über viele Dinge auf einmal 53, Gedanken. Horst. Komm, bist du doch gar nicht. Aber hast du gehört, dass da war auch, hast du gehört? Im Publikum war auch so ein Mitleids-Oh dabei. Ja, ich meine, das war ein richtiges Mitleids-Oh, war das. Ja, ja. Nein, aber weißt du, da fiel mir wieder ein, ich vergesse nie, wie alt waren wir? Ich glaube, 7 oder 8? Ja, auch dann so in dem Alter. Ja. Ja. Da bin ich mit meiner Cousine das erste Mal zusammen ins Bett gegangen, weil wir gehört haben, dass das so toll sein soll. Woher kommst du noch mal? Und als wir so eine Viertelstunde in der Kiste lagen, haben wir beschlossen, das ist scheiße langweilig und sind wieder aufgestanden. Das ist wirklich mal stimmt. Ich nehme aber an. Lieber Joe, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und ich muss sagen, es ist wirklich zum ersten Mal, es gibt ja Laferlich der Lecker so lange. Warum bist du nie zu uns gekommen? Weil ich erst noch kochen lernen musste. Ich habe die Küche nicht gefunden die letzten 10 Jahre und jetzt hat es ein bisschen gedauert. Ja. Aber jetzt traue ich mir das zu. Genau. Du machst jetzt, oder was hast du ja genau gemacht? Das ist, das werden Curry Cuisinis. Ja, genau. Ohne Hefe, nur mit Wasser und ein bisschen Limettensaft. Und Curry halt. Und Mehl. Mehl, natürlich, klar. Genau, genau. Ja, wunderbarer Teig, perfekt. Schon fast fertig. Den tust du jetzt dann schön in den Kühlschrank legen, damit er ruhen kann. Genau. Ja. Und dann machen wir dazu so ganz tolle Tomaten. Vielleicht erklärst du mal den Zuschauern, was du für so süß-saure Tomaten machst. Also, ich mache eine Marinade, süß-sauer. Und zwar haben wir hier Sichuan-Pfeffer, wir haben hier eine Chilischote, eine trockene und eine frische. Wir haben Kardamomkapseln, Sternanis, Senfsamen. Und das ist was? Das ist Korianderkörner. Koriander, sagt man dazu. Also guck mal, der kann, der weiß bis alle Gewürze. Wahnsinnig, ja, großartig, super. Ja. Und das ist brauner Zucker. Ja, genau. Ich meine, man muss jetzt gleich zu Beginn eines den Zuschauern mal ganz deutlich sagen. Die meisten kennen dich ja nur als Schauspieler beim Tatort. Ja. Aber du bist im richtigen Leben ja Gefängnisarzt oder Arzt insgesamt im Gefängnis. Wie viele Jahre jetzt? 26. 26 Jahre. Und betreust dort die Gefangenen. Ja. Du bist richtig Doktor. Ja, ja. Jetzt ehrlich. Ja. Du bist in Werdl bist du. Genau. Wusstest du das, Janine, dass er echter Doktor ist? Ja. Ich habe auch ein bisschen Angst vor ihm, grundsätzlich. Deshalb bist du da ganz weit hinten. Ja, ich habe hab jetzt immer gedacht, du machst das nur im Tatort als Schauspieler. Nee, ich kann auch richtig. Im Tatort mache ich ja nur mit den Leichen rum, aber im richtigen Leben lege ich schon Wert darauf, dass man das haben wir ja was gemeinsam. Ja? Ja, weil viele aber glauben ja, ich spiele hier nur Koch. Okay. Das heißt,
Wenn du ja richtig im Gefängnis bist, ja. Da sind ja so richtig Schwerverbrecher. Du bist ja nicht jetzt in der JVA, sondern du bist ja da, wo die Kollegen sind, die relativ lange bleiben dürfen. Ja, meine Patienten bleiben lange. Manche sind noch da, so 20, 30 Jahre, nachdem ich weg bin. Und genau. Aber das sind dann aber auch so einmal querbeet. Das heißt, vom Bankräuber, Zuhälter, Mörder. Mörder. Ja? Gewaltiger. Alles, was man so findet, habe ich dort, die ganze Palette. Merkt man eigentlich, wenn man so Menschen kennenlernt, wo man die einsortieren könnte, merkt man eigentlich so einen Bankräuber an, das ist ein Bankräuber und der da, der hat schon drei Kollegen weggemacht und merkt man das? Naja, ich merke das schon. Nach 26 Jahren Üben habe ich natürlich langsam einen Blick dafür bekommen. Woran merkt man das denn? Ja, so im Auftreten, in der Haltung, also... Bankräuber treten so ein bisschen auf wie ich beispielsweise, sehen auch fast so aus, also beherrschte, gut aussehende junge Männer. Und, aber ich glaube, die sind auch unterschiedlich beliebt untereinander, oder? Na ja, klar, die mögen sich auch untereinander nicht unbedingt alle. Und, also die haben nicht irgendwann mal so eine Jugendherbergsstimmung da im Laden? Naja, eher selten. Also es werden da keine Lieder gesungen und es geht kein Lampusco um oder sowas. Alles, was bei uns in der Jugendherberge früher üblich war, das passiert da alles nicht. Der Lambrusco. Was bei uns in der Jugendherberge immer der Lambrusco. Ja, so, und Jugendherberge mit 12, weiß ich noch, wie der Lehrer ankam und brachte 5 Liter Lambrusco. Absolut. Das war normal. Und hat mitgesoffen. Ja. Als erster vor. Genau. Sag mal, aber muss man sich den Respekt da erarbeiten eigentlich so ein bisschen? Bei den schweren Jungs? Na ja, klar, man wird natürlich am Anfang geprieft und abgecheckt und die Gefangenen wollen sehen, was ist das für einer und die Mitarbeiter wollen wissen, was ist das für einer, der uns da jetzt, haben wir einen Löffel? Löffel haben wir da liegen, schau mal da. Sag mal, muss das irgendwann auch fest werden, wissen, was ich hier mache? Ja, jetzt nach dem Abkühlen. Ach so. Jetzt kannst du die Kirschen, genau. Vielleicht sollte man nebenbei kurz erwähnen. Ja. Wir haben den Kirschsaft, der Schattenmuggel. Da war auch ein bisschen Zitronensaft drin. Genau. Mit Gelierzucker? Ja, und zwar 2:1. 2:1. Das habe ich heute noch gelernt, was das bedeutet. Genau, das bedeutet sag nämlich... Sag mal. Nein, sagst du bitte. Du das bedeutet, pass auf, es bedeutet ja. So viel, dass man etwas macht im Verhältnis 2:1. Du bist unglaublich. Also... Und das hatten wir ja schon in der Vorbereitung. Johann und ich mit dir im VIP-Raum, das ist 2:1. Absolut. Ne? Ja, für die, die es immer noch nicht verstanden haben. Da haben wir das im Grunde konstruiert, dieses Gericht, was wir hier machen. Ja. Jetzt haben wir das Ganze aufkochen lassen, die Schattenmorellen mit rein. Jetzt kommt das Ganze in eine Schüssel, ab in den Kühlschrank. Einfach so, auch wenn es so heiß ist, ist nicht schlimm. Damit es kalt wird. Es macht grundsätzlich Sinn, ja. So, wir begrüßen jetzt erstmal, würde ich sagen, bevor, ganz kurz noch die Muscheln, die habe ich jetzt hier drinnen. Verschiedene Muscheln, da gibt es einen tollen Muschelsud. Und daraus machen wir dann die Spaghetti mit den Muscheln. Guck mal hier, die gehen schön auf hier mit Tomatenmark, Weißwein, Knoblauch, Schalotten. Die tun wir jetzt gleich raus, damit sie nicht rausfallen. Und dann würde ich sagen, Joe, machst du bitte hier kurz auf das alles da? Ich gehe mal kurz rüber, denn wir haben hier... Weißt du, was ich toll finde, Johann? Komm her, jetzt mache ich mal eine Überleitung. Du hast gerade deine Muscheln begrüßt. Ja. Und wir gehen jetzt gemeinsam die Küchenschlachtgewinner begrüßen. Was hältst du davon? Okay. Erst die Muscheln und dann die Küchenschlachtgewinner. Komm, mein Hase. Ja, Andrea Schad begrüßen wir ganz herzlich und Susanne Huber. So, Susanne, was unterscheidet Laferlichter Lecker von der Küchenschlacht? In der Küchenschlacht wird gekocht. Entschuldigung, nein. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber es ist für uns nicht so stressig. Ihr kommt ja beide aus Bayern, gell? Ja, genau. Ein paar Kilometer entfernt. Ein paar Kilometer entfernt? Ja. Habt ihr euch vorher schon mal gesehen? Dürfen wir Bayerisch reden? Haben wir uns mal begegnet bei... Was? Nee, leider nicht. Nee. Nein, in der Sendung haben wir uns nicht. Ach, bei ihm sagst du leider. Ich auch. Das war jetzt gequält. Bei wem hast du denn die Küchenschlacht machen dürfen? Ich war beim Björn Freitag dabei. Ganz netter Kollege. Ja, ganz netter Kollege. Ja. Und du? Bei Nelson. Nelson.
essen. Aber bei ihr ist es ja so, sie hatte einen Sohn zu Hause, der Koch ist. Ja, genau. Ach, und der wird das nötige dazu beigetragen haben, dass sie immer, wenn sie was nicht weiß, auch ihr die Auskunft gibt, oder? Ja, es ist ein bisschen stressig manchmal mit ihm. Warum? Ja, weil er halt ein Fachmann ist und ich bin der Laie. Und wir haben auch im Vorfeld mal Probe gekocht und ich war danach so fertig, dass ich das nicht mal mehr essen konnte, was wir gekocht haben. Ja, weil er so kritisch ist. Ja, genau. Ne? Ja, ja, das kenne ich auch. Ich habe so jemanden, mit dem bin ich sehr viel zusammen. Der ist sowas von kritisch, wenn ich koche, da glaubt, ne? Das macht dich fertig. Ja. Ja? Dann ist er nur am Moppern, weißt du, die Zwiebeln zu klein, zu dick, was weiß ich, war Söschen nicht cremig genug. Wer war bei dir als letzter Juror? Der Kolja Kleberg. Der Kolja Kleberg. Mhm. Schön, hat er gesungen? Nee, leider nicht. Ja, da hast du aber Glück gehabt. So, ich nehme mal rein. So. Andrea. Es steht zumindest mal hier so, ich hoffe, es stimmt, lernte den Partner mit einem Klick im Internet kennen. Ja, genau. Der Partner ist ja hier. Stimmt das? Ja, ja. Das Praktische ist, da kann man anklicken, was nützlich ist und was nett. Und es passt dann. Und es hat gepasst. Wunderbar. Das ist doch super. Toll. So, ihr Lieben. Ich koche für euch jetzt. Es gibt... Zehn Jahre verheiratet. 10 Jahre verheiratet. Das war ein guter Klick, ja, glaube ich, oder? Ja. Das heißt nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern Liebe auf den ersten Klick. Alle, oder? Alle. Also, ich koche jetzt für euch. Ja? Okay? So, mein lieber Johann, ich habe den abfallen lassen. Perfekt. Und du hast mir den Herd ausgeschaltet, bevor du gegangen bist. Nee, ich habe den Herd wieder angeschaltet, Johann, da kann nichts schief laufen. Nee, alles gut. Du bist doch nochmal sicher gegangen. Nee, das habe ich nicht gemacht. Sabine, du hast ja hier mit kölschem Dialekt gesprochen. Ja. Ich glaube, das ist aber eher geschuldet, weil du Schauspielerin bist, musst du natürlich nicht nur in verschiedene Rollen, sondern auch verschiedene Dialekte. Du kommst und aber ich eigentlich... ich habe 5 Jahre in Köln gewohnt. Du hast in Köln gewohnt? Mhm. Aber du kommst ja ursprünglich aus Erfurt. Ja. Das heißt, die aus ehemalige Erfurt. DDR... Erfurt. Erfurt. Bitte? Erfurt. 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 Kannst du noch so reden? Nein, nee, ich kann das überhaupt nicht. Hör mal. Willst du mich beleidigen oder was? Sehr schön. Es ist ja unheimlich viel darüber gesprochen worden. Wir hatten ja vorher Jahr 25-jähriges Jubiläum von dem Mauerfall. Kannst du dich, aber du warst ja viel zu jung und du kannst dich eigentlich nicht dran erinnern, oder? Ich war so zwischen meinem 7. und 8. Lebensjahr ungefähr und ich war in der Schule Jungpionier. Also ich hatte so ein blaues Pionierhalstuch um. Und ich habe sogar letztens noch so meinen alten Jungpionierausweis gefunden. Also sowas gab es tatsächlich und in der Abwehr... Also in der Grundschule, 1. bis 4. Klasse, hat man das blaue Halstuch getragen. Und ab der 5. Klasse hat man dann das rote Thälmann-Pionierhalstuch bekommen. Und das war mein Ziel. Also was bei mir ging es nicht darum, wie heißt das? Thälmann-Pionierhalstuch nach Thälmann. Ja. Und für mich ging es nicht darum, ja, das nächste Schuljahr irgendwie zu überstehen, sondern irgendwie endlich an dieses rote Pionierhalstuch zu kommen. Und bums war die Wende. Die hat es mir kaputt. Die hat es mir wirklich, wirklich vermiest, muss ich sagen. Das ist aber vermiest. Wirklich, die hätten ja wenigstens so dieses halbe Jahr warten ja, können. Ja, absolut. Oder? Ja. Finde ich schon. Du warst auch 3 Jahre in einem Frauengefängnis. Ja. Wer ist schlimmer, Männer oder Frauen? Lass mich raten. Naja, bitte sag deine Meinung. Ich würde sagen, die Mädels sind weitaus heftiger als die Herren. Naja, die sind ein bisschen anders. Also die Frauen... Nee, das ist klar. Die, ja, das, prinzipiell sind sie anders, aber sie sind so ein bisschen nüchterner, beherrschter auch. Also so viel Zickenkrieg gibt es da gar nicht. Ach. Aber ich bin noch nirgendwo so verarscht worden wie in der Zeit, in den 3 Jahren. Weil ich bin immer drauf reingefallen. Die guckt mich so an und sagt, ich glaube, ich habe da noch, sie müssen da noch mal gucken. Und da muss noch was sein. Und dann blieben sie noch eine Woche und noch eine Woche. Und plötzlich sagten dann, ja, die ist ja jetzt schon seit 6 Wochen hier, die müssen wir noch mal langsam entlassen, sagten dann so meine Schwestern. Und also entlassen meinst du jetzt aber aus der Krankenstation? Aus der Krankenstation, nicht, ja klar. Nicht aus überhaupt, der Haft, das, ne? Ja, das habe ich ja nicht zu entscheiden. Aber es war eine spannende Zeit, weil auch einige haben ihre Kinder dort gekriegt und so. Und das war sehr Entschuldige schön. Bitte, Joe, dass ich unterbreche, aber sieht das nicht lecker aus? Warte mal. Ja, das ist jetzt. So, pass auf.
Das kommt jetzt hier. Ich habe hier schönen Rehrücken gebraten. Der kommt jetzt da oben drauf. Das ist hier unser Küchenschlachtgewinner. Damit sich sehen, was hier alles bekommen hier. Und jetzt guck mal hier. Johann ist zwar gerade hinten beschäftigt. Rehrücken mit Gemüse, schön mit geschmorten Äpfel, Boskop-Äpfel, einen schönen Kartoffelstampf und eine leckere Soße. Ich hoffe, es reicht. Danke, Doktor. Joe, komm mal her. Janine. Joe, komm. Ruhig mal kurz zu mir. Sag mal, hast du auch mal so, dass man Territorium absteckt im Knast? Das sag mal, sagt so, das ist meine Ecke und das ist deine Ecke. Also, das und so, mache ich bei mir in dem Sprechzimmer. Das ist ganz klar, dass meine Ecke ist. Ich dachte immer, das wäre meine Ecke. Jetzt räumt das weg. Jetzt hat das verstanden. Ja. Schöne Bande gespielt. Weil mein Johann stellt mir immer seinen ganzen Spül hier rüber. Ich kann immer verstehen. Wie das kannst du verstehen? Ja, aber es muss ja weg. Ja. Ja, ich spüle ja normalerweise immer viel. Sag mal, Johann, ist So, das ist gut so jetzt. Also nicht dünn genug, ja? Dünn genug, ja. Jetzt schneidest du so schöne Streifen raus. Und guck mal hier. Ja, wenn ich dich nicht hätte, wäre es schon zu schwer. Oh Johann, das war schiefgelaufen. Nein! Das ist der Essig mit dem Zucker da. Guck mal, wie schön die Tomaten werden hier. Jetzt mehr Zucker, oder? Ach, herrlich. Guck doch mal hin hier. Was machst du mit der Kamera mal hier da? Sag Joe, mal, ist das, was willst du immer hier von mir? Kann ich dich mal was fragen? Joe. Ja? Ich hab da mal ein Problem. Sag mal, ist das gut so? Breit? Dünner? Dicker? Nee, das ist okay so. Okay. Joe, ja, hier. Kann ich dich mal was fragen? Ja, gerne. Du hast mir in der Garderobe gesagt, du hättest so eine Frage zu meinem Schnurrbart. Naja, das ist weiter sind wir aber nicht gekommen. Naja, es ist jedes Mal, wenn ich dich sehe oder wenn ich ein Bild von dir sehe, ich bin ja viel unterwegs, überall hängst du oder stehst du ja rum oder Bilder von mir. Das finde ich ja schön. Man sagt ja, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern. Also sowieso. Aber ruhig weiter, was mich dabei bewegt die ganze Zeit als Oberlippenbartträger, halt, als Bekennender und auch als Freund der kurzer Frisur, ist so... Wenn man das den Bart so trägt, wenn man den Bart so trägt wie du, was ich ja auch überlege, ob ich das nicht mal machen sollte. Ja. Erstens, wie sieht das nach dem Küssen aus? Wie sieht es morgens aus? Und wie kommt das bei den Frauen an? Das ist eine wichtige Frage. Also. Gut, die Frau sollte keine Barthaarallergie haben. Das kommt ganz komisch, weil dann hat die nachher Pickel. Ja. So, und wie sieht das aus? Also beim Küssen ist das eigentlich okay. Aber morgens, wenn du wach wirst und die guckt dich an, naja, woher das kommt schon früher. Ach so. Ja, weil ich gehe ja abends, bevor ich ins Bett gehe, duschen. Okay. Und wenn ich aus der Dusche rauskomme, dann weißt du auch, wie ich meine Fernsehkarriere angefangen habe. Und zwar beim NDR als Antje damals an dem Wasserfest. Und das hat dir gestanden. Ja, ich konnte das du tragen. Du konntest das tragen. Ja. Na, ich finde das ja ein klares Bekenntnis. Weißt du, meine einer macht ja nur so ein bisschen hier die Pornobalkenabteilung. Aber bei dir ist es ja schon ein klares Bekenntnis. Und deshalb denke ich mir immer, wie gucken die dich morgen? Aber die Frau kennt dich ja auch schon länger jetzt. Meine kennt mich schon länger. Okay. Ja. Aber die andere, das ist noch das Problem. Die neue ist noch das Problem. Ja, die kennt mich noch nicht so lange. Nein, also bis jetzt hat sich keiner beschwert. Es scheint wohl zu kitzeln. Aber im Großen und Ganzen ist es wohl in Ordnung. So, warte mal, jetzt machen wir das Söschen schnell. Aber Joe, du hattest ja auch mal eine interessante Haarpracht. Die musst du sehen. Ich habe ein Foto rausgesucht von ihm. Ja, da bist du neidisch. Ja, pass auf. Zeig Janine, mal ein Foto. Janine, guck dir das an. Oh. Ja. Ja. War anders.
Da war ich, das Bild ist gemacht worden, glaube ich, einen Tag, bevor ich zur Bundeswehr musste. Wirklich? Ja, ja, und ich weiß noch heute, ich habe heute noch das Problem mit dem Song von Iron Butterfly, In a Gutter da Vida. 17 Minuten, ja. 31 Sekunden, genauso lange hat es gedauert, die Wolle runterzuschneiden. Ehrlich, oder? Ja. Ja, aber muss man das heute bei der Bundeswehr auch noch? Na, weiß ich nicht, aber ich wäre mir blöd vorgekommen, da mit so einer Matte rumzurennen. Und es war ja auch dann Zeit, aber ich habe ja damals nicht geglaubt, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich so eine hatte. Mhm. Das heißt, Sie sind nicht mehr nachgewachsen danach? Da dort. Dreimal im Jahr machst du da dort, ja? Jetzt im Augenblick, früher haben wir 5 gemacht, ja, oder sogar 6. Jetzt machen wir im Augenblick 3. Wie lange dauert so ein Drehzeit für so ein Tatort? Nö, insgesamt drehen wir 22 bzw. 23 Tage. Ja. Für einen. Und ich habe dann so 1, 2, 3. Und wenn es ganz viele Leichen gibt, habe ich ja schon mal 5 Tage. Also, ich habe jetzt mal eine Frage zu den ganzen Leichen, die da mittlerweile, ja, sind. Sie haben oft 40 Leichen, die da rumliegen. Ja. Ja. Wie macht ihr das denn da? Ja, wir bestellen uns Komparsen und erschießen die einfach. So einfach ist das. Wir sind ja billig. Nee, weißt du, nein, das ist alles klar. Aber ich meine, das sind ja oft Szenen, sind ja 2, 3 Minuten lang. Ja. Ohne eine Atembewegung zu sehen, nichts zu sehen, das ist ja heftig. Ja, guck mal, Johann, das ist aber leicht zu erklären. Das ist genau wie bei dir. Wir fangen hier eine Sendung an und nach 5 Minuten holst du Kartoffeln aus dem Ofen, die eine Stunde schon gegart, ja, haben. Ja. Nach 5 Minuten geht auf. Das ist Fernsehen, Johann. Ja, aber das ist ja schon... Naja, das ist natürlich, die können das. Und einiges kann man, also es gibt ja Leute, die sind dann tot. Und schlimm ist, wenn dann die Halsschlagader so pulst. Also die Luft anhalten geht ja noch. Ja. Aber je, ja, länger der Komparse die Luft anhält, desto mehr pulst natürlich die Halsschlagader. Und dass man sagt, mein Gott, da ist ja verdammt viel Leben drin, könnte man eigentlich sagen. Und das kann man digital nachbearbeiten. Das heißt, da wird das Bild, jedes Bild nachbearbeitet. Jedes Bild? Ja, einzeln, damit das irgendwie... Ehrlich? Ja. Da ich, ja, guck mal, das ist ja mal Johann auch so. Das wissen ja nur die Leute hier im Studio, dass Johann in Wirklichkeit gar keinen Schnurrbart hat. Das noch digital nachbearbeitet. Ja. Hab ich das so? Liebe Janine. Genau. Ja, du kannst jetzt langsam anfangen. Aber also, wenn wir ganz ehrlich sind, das mit dem Gelierzucker, also hier ist nichts fest geworden. Ja, dann stimmt das Verhältnis nicht. War das nicht das ominöse Verhältnis 2:1? Aber es gibt eine ganz wichtige Regel beim Fernsehen. Man sagt, das sagt man einfach nicht. Ne? Nein. Wir tun so, als wäre es. Nein, fest. Wir sind glücklich, dass es genau so geworden ist. Mhm, so wollten wir es ja haben. Absolut. Ja, ne? Ist genau so. Ja. In dieser Konsistenz. Ja, fest kann jeder. Ja. Ja. Was kann ich machen? Du kannst aber noch mal aufkochen. Die Flüssigkeit abgießen und dann noch mal, ja, mit Stärkemehl abbinden. Das geht auch. Mit Stärkemehl, das ist lecker. Aber jetzt aufwendig. Nee, es geht ist aber einfach. Lecker. Komm. Nee, Stärkemehl kriegen wir. Stärkemehl kriegen wir, findet man irgendwo. So. Flüssigkeit ein bisschen abgießen. Ja. Janine, was Stärkemehl machst du am liebsten? Wenn du Sendungen moderierst, geht es ja manchmal um die unterschiedlichsten Dinge. Und dann machst du auf einmal diese Sendung mit diesen wunderschönen alten Gegenständen, lieb und, ja, teuer. Ja. Wie bist du da drauf gekommen oder wieso hat man dich gefragt? Ist da wirklich privat so eine Liebe zu diesen Dingen? Weil ich glaube, weil ich kann es nur machen, weil ich wirklich diese alten Dinge so liebe, die Geschichten dahinter, die Menschen dahinter, dieses Abenteuer. Genau, das ist das, was mich auch interessiert, weil das Tolle ist ja, dass Zuschauer zu uns kommen in die Sendung und die haben immer irgendeinen Gegenstand dabei oder alten Schmuck oder ein altes Möbel oder so, ne? Und dann oder gibt einen alten Mann. Oder einen alten Kerl. Und da gibt es einfach immer eine Familiengeschichte dahinter. Also dieses sehr oft ein Erbstück, das schon jahrelang, Jahrzehnte in der Familie ist. Und diese Geschichte, die Familiengeschichte interessiert mich. Und dann gibt es auch meistens noch einen entweder deutsches historischen Hintergrund oder wir haben ganz oft Sachen auch aus Frankreich. Also so diese Kombination mag ich. Einfach die Geschichten zu erfahren von den Leuten, die sie uns ja auch leihen. Ja. Sie leihen uns das. Aber du hast die Sendung auch nicht einfach nur so bekommen, ne? Du hast zwar schon lange beim Fernsehen gearbeitet. Ich musste mit niemandem schlafen dafür. Das nein, muss ich kurz sagen. Nein. Aber du hast beim NDR noch mal ein... Das stimmt. Ich habe ein Volontariat gemacht. Genau, das Wort kriege ich nicht raus. Das Volontariat. Das Vol... Wie? Volontariat.
Das ist so eine Ausbildung. Ja, pass auf, das ist so im Prinzip wie Wolle und Tarte. Ja. Ja. Das heißt, du hast noch mal eine Ausbildung gemacht, ja, obwohl du schon voll eigentlich im Beruf warst. Warum hast du das gemacht? Oh, danke. Ja, das ist ein Applaus wert. Ah, die Kartoffelstärke, danke schön. Ich habe da mit 30 angefangen. Ja. Also es war kurz vor meinem 30. Geburtstag und ich hatte wahnsinnig Lust, was Neues zu machen und auch was Neues zu lernen. Und so richtig von vorne, von der Pike auf was zu lernen. Und Journalismus hat mich total interessiert, schon Jahre vorher. Und, aber wenn man überlegt, du hast ja vorher viele Jahre Musikfernsehen gemacht. Ja. So, eigentlich die meisten, wenn die schon so weit sind wie du, dann machen danach eigentlich nicht noch mal separat eine Ausbildung. Das heißt, man fängt ja noch mal an. Das stimmt. Da muss ich habe ganz von vorne angefangen. Und das war auch die Frage, die ich am meisten gehört habe in diesen anderthalb Jahren der Ausbildung. Warum machst du das? Ja. Also ich habe einfach total Lust darauf gehabt. Ich habe Lust darauf gehabt, noch mal richtig, also wirklich mit beiden Beinen ganz von vorne richtig was zu lernen, was Solides auch mal zu machen in meinem Leben. Meine Mutter hat es sehr gefreut. Ist das nicht ein bisschen Spießer? Ja, ich bin ein bisschen Spießer, glaube ich, mittlerweile. Ich mag es auch. Ich finde Spießer ja toll. Ich auch. Ja, ne? Guck mal, bei mir ist ja auch so. Ich bin jetzt seit 8 Jahren bei Johann und habe jetzt beschlossen, ich gehe bei ihm in die Lehre. Ja. Siehst du? Ja? Erzähl mal ganz kurz, was du da jetzt gerade machst. Meine Spaghetti mittlerweile werden in diesen... Was ich hier mache, ich kämpfe mit einem weißen Heilbutt und möchte ihm ganz dünne Scheiben abgewinnen, aber entweder werden sie zu dünn. Ganz dünn schneiden, genau. Aber den haben wir leicht in den Tiefkühler gestellt. Ja, das ist gut. Und dann kann man den mit dem Messer wunderschön in kleine Scheiben schneiden. Dann mache ich einen Carpaccio, wenn das dann gelingen sollte. Gibt es sowas auch im Gefangenen, bei den Gefangenen zum Essen? Nein, auf keinen Fall. Was bekommen die? Nur die essen schon ganz gut. Es gibt auch Fisch, aber natürlich kein Heilbutt und kein Kabeljau. Es gibt Seelachsfilet schon mal. Es gibt durchaus ansprechendes Essen. Also, ja. Wird das Essen gebracht im Gefängnis? Nee, die kochen selbst. Die sind ganz begeisterte Zuschauer auch von euch beiden. Und wir haben eine Kochausbildung. Ehrlich? Ja, doch. Ehrlich? Ja, so, dann grüßen wir jetzt mal. Ja, genau, die, also, grüßen. Die lachen sich jetzt über, mich kaputt, weil die sehen jetzt ihren Arzt zum ersten Mal erst in der Küche, zum zweiten bei dem Versuch, Fisch zu schneiden und drittens auch wen bei dem Versuch jetzt, zu kochen. Wen müssen wir jetzt grüßen? Ja, warte mal, Johann, Moment. Moment, ich komme sofort. Ja, also zumindest einen meiner Lieblingsköche. So. Die dafür sorgen, dass es mir im Knast auch gut geht. Also ich überräume mich über euch. Jetzt kommt was. Ach so, jetzt passiert was. Komm, ja. Ich ahne, was jetzt kommt. Okay. Das machen wir. Also. Wir grüßen euch ganz herzlich. Hier aus der Fernsehküche. Und kocht was Gescheites, denn Essen ist ganz wichtig, um gesund zu bleiben. Jawohl. Jo. Jungs, haltet durch. Ich will hier raus. Ich will hier weg. Der Typ ist so bescheuert, das ist der Hammer. Ja, in meiner Kindheit ist schwer was schief gelaufen. Aber ich war schon als Kind anders. So. Ja. Apropos Kindheit. Ja. Du hast in deiner Kindheit Ballett getanzt, ne? Ja. Was man heute natürlich noch sieht, am Gang, Kerzen gerade. Warum hast du das beendet? Aus gesundheitlichen Gründen. Weil mein Rücken nicht mehr so wollte, wie ich das gerne gehabt hätte. Und ich wollte eigentlich nach Dresden auf die Palucca-Schule. Das ist so eine sehr renommierte... Guck mal, das ist ein ganz süßes Foto. Da war ich noch auf dem Eis. So habe ich eigentlich angefangen. Süß. Ich habe mit Eiskunstlauf angefangen, mit 4 Jahren. Und dann habe ich aber irgendwann ganz schnell gemerkt, dass das auf dem Eis ja ganz schön kalt ist. Ja. Ne? Das ist ja irgendwie verrückt. Oh. Und dann dachte ich mir so, nee, Ballett ist es dann doch. Möchtest du mal ganz kurz probieren? Horst, hattest du auch Ballettunterricht? Ja, Johann, aber ich habe eine Allergie bekommen, deswegen musste ich aufhören. Ich hatte eine Zwickelallergie mit der Strumpfhose. Ja, hier, ganz schlimm. Sehr lecker, die Soße. Tolle Soße, Horst. Ein super Süßchen. Ein super Süßchen. Okay. So, das ist schön oben drauf. Soll ich den kleinen Löffel besorgen? Ja, schön. So.
So, jetzt haben wir hier den wunderbaren Fisch. Den tust du jetzt schön würzen mit Salz und Pfeffer. Dann machst du aus Ahornsirup, Limettensaft, Ingwer und Schalotten eine Marinade. Du musst den Fisch einstreichen, gell? So. Genau. In einer Schüssel, genau. Schüssel. Da hinten sind Schüsseln. Nimm ich so eine? Ja, du kannst nehmen, genau. Nimm die, die geht gut. So, ich habe jetzt hier die Spaghetti, die sind jetzt schon ziemlich fertig. Marinade. Ich habe daneben jetzt die Muscheln, die sind ja vorhin gegart, den Sud habe ich dazugegeben. Und jetzt werde ich dann gleich die Muscheln mit viel Kräuter und mit Tomaten alles hier unterheben und mit Fisch gehackter Petersilie. Dann haben wir hier tolle Spaghetti, die im eigenen Saft gegart sind. So, probier einmal das Sößchen für meine Filetsteaks mit der schönen Nusskruste. Du darfst ehrlich sein. Darf ich dich küssen? Super. Toll. Schmeckt gut? Kann mir uns. Dankeschön. Super. So. Oh. Ist ganz einfach passiert. Das heißt, ich habe eben das Fleisch angebraten, ganz scharf. Ja. Und habe es da einfach Pfanne aus und nochmal ruhen lassen. Dadurch läuft Fleischsaft aus. Und dann in dem Saft nachher einen schönen Gemüsefond. Ja. Bisschen Sahne einreduzieren lassen, Salz, Pfeffer, Feierabend. Reicht schon. Einfaches Sößchen. Das klingt immer so einfach, wenn du das erzählst. Ja? Das ist und einfach. Ich kann es mir nicht mal mehr merken. Ach, ich schreib's dir auf. Genau. Ich schreib's dir auf. Danke. So. Jetzt muss mein Fleisch, Gemüse. Also ich kann euch sagen, hier, dieser Muscheleintopf hier, das ist das Beste, was ich seit langem gekocht habe hier. Guck mal. Ja. Ja. Dann kommt dazu noch. Ich sehe zwar gerade nichts. Moment, wo ist meine Brille? Ja, jetzt sehe ich wieder was. So, und jetzt kommt das schöne, dezente Filetchen mit der Kruste da oben drauf. Die Kruste sieht richtig gut aus. So, und dann kommt das lecker Sülz. Und das hier ist nur eine Portion. So, weil die anderen sind nachher für das Publikum, wie mein Johann immer so schön sagt. Ja? Johann, möchtest du auch mal Sößchen probieren? Ja, Moment, ich muss gerade mal. Komm, dann musst du einmal probiert haben. Ja, ich probiere das jetzt sofort. Komm mal hier, jeder Löffelchen ist sauber. Kannst du dein eigenes nehmen, ja, selbstverständlich. Ja, sei ehrlich. Das ist wie nach der ersten Liebesnacht. Man weiß, man kann nicht mehr, aber man könnte, man wollte mehr. Also weißt du, als Lehrchef oder als Lehrmeister ist man ja stolz, wenn man heute Mitarbeiter hat, die aus was lernen, auch was so machen. Ja. Also du bist mein absoluter Musterschüler. Großartig. Ja. Ja, ich habe jetzt hier Schalotten, Ingwer, fertig. Okay. So, machst du noch jetzt machst du Olivenöl rein und jetzt damit den Fisch einpinseln. Ich mache Salz und Pfeffer drauf. Okay. Ja? Schön drauf pinseln. Pinsel brauche ich nicht, mache ich mit dem Löffel. Mit dem Löffel, genau. Erstmal richtig schön salzen. Okay. Und dann machst du deine Marinade drauf. Oh, machst du mehr Salz? Nein. No. Habe ich schon drauf. Ja, schon drauf. So, jetzt schön gleichmäßig verteilen. Ich mache den Salat gleich. Wow. Oh. So eine Kresseblüte am Rand. Ja. Weißt du, du hast mich jetzt romantisch einfach irgendwie. Romantisch? Ja, du hast mich. Ganz romantisch hier bei uns gerade. Lecker schon, du hast mich. Liebelein. Liebelein schon, ja. Mein Schmuckstückchen. Mein Nougat-Pralinen schon, du hast mich. Du hast mich so kreativ bearbeitet hier. Ja. Sag mal, geht's dir auch so, wenn man. Ja. Durch Bares für Rares oder lieb und teuer. Immer wenn ich jetzt solche Teller oder so sehe, habe ich immer gleich das Gefühl, man muss mit einem Experten darüber sprechen. Ja. Wie alt ist das? Wo kommt das her? Das Dekor? Wie viel ist das wert? Ne? Man ist so total automatisch. Ja, wir hatten mal einen Teddybär, so groß, knapp größer wie das Filet steht. Ja. 8.000 Euro. Ja, Wahnsinn. Ja, seit der Zeit klaue ich überall Teddybären. Ja. Guck mal, bei mir läuft gerade alles über. So. Das hat wahrscheinlich irgendein Filet, schön mit der Kruste. So. Sieht toll aus. Ja, guck mal hier, diese Wirsing-Kartoffelgemüse allein. Ne?
die Cashewkruste auf dem Filet. So, und unser Schwarzwaldgläschen. Was gar nicht übergelaufen ist. Das gehört alles so dazu, möchte ich sagen. Das muss so sein. Das war so gedacht. Das war so gedacht. Das haben wir heute auch gelernt. Das ist im Fernsehen ganz wichtig. Es ist so gedacht, meine Damen und Herren. Ich habe es sehr gut gemeint mit der Sahne. Weil wir haben ja dafür was ganz Tolles. Nämlich? Nicht nur spitzenmäßige Kameraleute, die das hervorragend einfangen, sondern wir haben Unterteller. Oh, das ist toll. Das stellen es da drauf. Ich möchte einmal ganz kurz dem Joe eine Aufmerksamkeit schenken, nämlich was er hier gemacht hat, Leute, das kannst du in jedem 3-Sterne-Restaurant servieren hier. Guck mal, das ist ein Traum. So haben wir ja alles aus. Jawohl. Wunderschönes Carpaccio vom Heilbutt mit den süß-sauren Tomaten. Tolle Marinade hier, sehr schön mit Koriander verfeinert jetzt. So, und jetzt bringst du das nach vorne hier. Schön, meine Dekoration fertig. Du musst aber gucken, was die Cuisine noch machen. Die musst du rausholen noch. Okay? Oh, oh Gott. So. Also wir sind fertig, ne? Was passiert da hinten? Wer stört? Ich hab diese, ihr könnt ja in alles reinpacken, ihr Köche. Ihr könnt in die heißen Suppen packen, in die heißen Soßen. Und ja, ich, wie sagt mein Johann immer, wer heiß anpacken kann, kann auch heiß lieben. Na, Johann? So, ja, komm nach vorne. Frag mich. So, jetzt müssen wir. So, bitte. Hallo. So, pack das hin. Respekt. Wo sitzt der? Ja. So. Nee, du gehst da so. Da. Ja, danke schön. Komm mal hier. Unser Meister, bitte. Also. Ja. Schwarzwaldbecher. Rinderfilet, Spaghetti für die Familie und ein Carpaccio vom Weißen Heilbutt mit Curry Cresini und süß-sauren Cocktailtomaten. Johann. Von einem Gast an Johann. Meiner Seite, den ich demnächst fragen werde, ob sie endlich mal dich als Leiche beim Dada benutzen können. Johann. Oder als Diebe. Ja. Nein, bevor wir die Sendung beenden und unsere Gäste belobigen, weil jetzt bei diesen Gästen brauchst du doch nie andere, davon mal abgesehen. Ja. Aber was ich jetzt wirklich sagen möchte, was mir auf dem Herzen brennt, und das ist ganz wichtig, meine Damen und Herren, dass es einfach mal gesagt wird. Ich glaube, Sie sind Zeuge geworden, dass da sind wirklich beileibe die besten Muscheln, die Johann Lafer jemals zubereitet hat. Ja, das ist Sensation. So. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie waren Zeuge bei einer hervorragenden Kochsendung mit tollen Gästen. Schönen Nachmittag. Vielen Dank. Tschüss.